Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Fahrradhelm einstellt. Wie ihr seht, ist er bei mir irgendwie ein bisschen verstellt. Erstmal, wir schieben ihn gerade. Was wir aber jetzt merken, der sitzt ganz locker oben, bevor wir überhaupt unten zugemacht haben. Das heißt, wir fangen jetzt an und nehmen erstmal uns den Fahrradhelm vor. Hier hinten gibt es also ein Einstellrad, das könnt ihr drehen und wie ihr seht, fährt das dann nach innen rein. Das ist also für den Umfang wichtig. Des Weiteren haben wir hier drinnen Polster. Die sind mit Klettverschlüssen fest, wie ihr das hier erkennen könnt. Diese Klettverschlüsse gibt es auch zu wechseln. Da gibt es manchmal dickere und dünnere. Heutzutage werden aber meistens diese kleineren benutzt, weil das einfach besser zu justieren ist. Aber wenn ihr einen habt mit dicken und dünnen, könnt ihr da die dicke und die dünnen einstellen. Dann habt ihr da schon mal eine Einstellmöglichkeit. Des Weiteren haben wir an den Bändern hier vorne hier solche Laschen, die ihr nach oben klicken könnt. Die zieht ihr nach oben und dann sind die auf. Danach könnt ihr das Band, was da durchfährt, etwas durchziehen. Und so könnt ihr dann die Reichweite einstellen und wenn ihr genug habt, drückt es wieder zu. So, gesagt, getan, das versuchen wir jetzt mal am Kopf. Also, wir nehmen uns den Helm, setzen ihn auf, richten ihn ein bisschen aus, dann erst hinten nach rechts drehen, ist zu. Habt ihr gesehen, es wurde etwas enger, es wackelt jetzt nicht mehr so doll. So, und bis ihr merkt, dass ihr wirklich eng anliegt, dreht ihr es ein. So. Das ist gut. Das heißt also, da oben haben wir schon mal eine Spannwirkung. Nur durch Drehen dort hinten. So, das nächste. Hier unten gerade zwirbeln und den Verschluss hier in die Kappe. Da unten ist auch wieder ein weiches Teil, damit euch das am Kinn nicht wehtut. So, jetzt schieben wir das mal rein. So, bis es nicht mehr weitergeht. Und jetzt müsst ihr hier schauen, dass ihr das mal gerade richtet. Wie ihr seht, ist es bewegbar. Nehmt zwei Finger, also ein rechts, ein links, und haltet den unter eure Ohren. Habe ich getan? Das stimmt also. So, wenn das jetzt hier noch zu eng ist, dann öffnet die Lasche. Jetzt ist sie auf. Jetzt kann ich das hier rausziehen und vergrößern. Jetzt seht ihr, habt ihr mehr Spiel. Wenn ihr das anzieht, dann wird es enger. Und wenn ihr den richtigen Punkt habt, dann klickt ihr es wieder zu. Da sollte noch ein Finger zwischenpassen, wie ihr seht. Und ihr solltet etwas Freiraum haben. Aber der Helm darf sich nicht großartig bewegen. So. Das heißt also, so sitzt er stramm dran und ihr könnt gut damit fahren. Sehr schön. Das gleiche noch hier an den Seiten ist das gleiche. Auch öffnen und in der Länge verstellen. Das würde jetzt, wenn wir das nach unten ziehen, das Ohr vergrößern, wenn wir es nach oben ziehen, verkleinern und wieder zumachen. Gleich auf der anderen Seite. Guckt also, dass überall ein Finger Platz ist, dann ist es genug. Sehr schön, Fahrradhelm justiert. Dann viel Spaß beim Selbermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.